Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir sind immer noch auf der Suche nach den drei Rissen. Und Gesundheit, Salz und ja, gib mal erstmal her. So, Präzisionsgewehr, da haben wir auch noch ein paar. Testen Sie schon heute? Und ja, ich teste gleich. Ich wollte eben kurz was erzählen. Und jetzt haben wir hier eine Riesenschießerei gehabt in den letzten. Ja, wo war eine Riesenschießerei, war es jetzt nicht unbedingt, aber es war halt eine Schießerei. Und wir haben auch schon ewig gesucht in der letzten Folge, aber nichts gefunden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wirklich durchgehend sich dann so in die Länge zieht. Also künstlich in die Länge gezogene Quests finde ich jetzt wenig schön. Von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Boah, das wäre nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich mach das mal. Aha, verleiht die Fähigkeit, Blitzschlägen von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Boah, ja, das nehme ich. Das ist so Imperator-Style, ne? Bronco-Hilfe, Teufelskuss, Teufelspark. So, Ladung, Bronco. Ich wollte mal was gucken. Schock, Dauerhilfe. Erhöht die Dauer von Betäubung. Boah, nö. Ladung, Boost. Haben wir Sog-Boost. Ich wollte mal gucken, ob wir hierfür, für die Beherrschung, ob wir da nicht irgendwie was bekommen. Schadensboost. Schnelleres Nachladen. Der Schrotflinte. Irgendwie. Wenn ich jetzt wüsste. Das Karabiner ist um 25%. Ja. Doch. Schadensboost 2. Größer Radius. Also doch, Karabiner gefällt mir eigentlich schon sehr. Wo haben wir denn hier noch mehr Magazinvergrößerung? Von Salbengeschütz, weniger Rückschuss, Revolver, mehr Munition. Also doch, ab und zu kann man sich schon was leisten, würde ich sagen. Aber man muss trotzdem ein bisschen haushalten. Mit dem, was man hat an Geld. Okay, wir müssen definitiv... Was? Wir mussten doch da hinten hin erstmal. Spinne ich jetzt? In der letzten Folge wurde uns doch angezeigt, dass wir hier nach oben müssen. Oder sind das hier schon die drei Risse? Sind die Risse hier in den einzelnen Gebäuden drin? Gucken wir uns das hier mal an. Weil guck mal hier. Seht ihr? Finden die drei Risse. Wow, ich traue dem nicht. Bank of the Prophet. Hallo? Jemand da? Also irgendwie kommt mir... Dieser Ort mit meiner Mutter zu tun haben. Hier, Mr. DeWitt. Oh. Alter! Doch nicht, während ich hier was aufsammle. Hab ich mich erschrocken? Das kenne ich doch hier irgendwo. Wow. Alter. Alter, das ist ein bisschen creepy, ne? Hallo? Hallo? Alter, ich mag das nicht. Ich meine, vielleicht habt ihr es noch nicht gewusst, aber ich bin jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel für Tapferkeit, wie es im Buche steht. Okay, gucken wir mal ganz kurz, ob wir was Neues hier kriegen. Nee, das kennen wir doch. Okay, also ich glaube, wir lassen das auch lieber mal sein. Mit diesen ganzen Kurzfilmen. Es ist zwar nice, aber irgendwie wiederholt sich das Ganze dann doch. Was ja auch nicht schlecht ist jetzt, falls man ein paar Sachen übersehen hat. Kriegt man die dann später nochmal zu Gesicht. Allerdings, wenn man wirklich alles mitgenommen hat, dann ärgert man sich schon vielleicht ein bisschen, wenn man dann den Film schon zum 10.11. Mal gesehen hat. Wow, ich möchte da nicht hoch rein. Liz? Liz? Bist du da? Kommst du mit rein? Hier sind tote Menschen.
Ja, ich will den Bereich verlassen. Ne, will ich nicht. Egal, muss ja, ne? Bam. Die Bank des Propheten ragte wie ein goldenes Kalb über der Stadt. Ernsthaft? Ein Frachthaken, oh nein. Ist das hier wieder so ein... Das sieht mir sehr wieder wie so ein Arena-Gebiet aus. Was? Das sind Schritte, ich habe hier Schritte gehört. Okay, hier sind wahrscheinlich böse Menschen. Okay, ihr seid alles böse Menschen. Was? Seid alles... Seid auf! Wow. Du gehst zurück. Okay. Jetzt ganz souverän. Na komm schon. Und nochmal. Komm schon. Wow, wow, wow. Ah, da hinten ist noch so ein Rotlicht. So. Das war's? Wir sind noch nicht fertig, oder? Ist er doch leise. Ja, da hast du recht. Was hast du denn hier für mich? Munition für Karabiner. Ne, da haben wir jetzt nichts ausgegeben, ne? Präzision. Präzision, Präzision. Hier ist es doch. Präzisionsgewehr. So, ich mag das Präzisionsgewehr. In Kombination mit dem... Ich vergesse immer den Namen. Mit der Beherrschung. Eigentlich schon recht... Ja, recht nützlich, ne? Oh, hier haben wir wieder sehr viel zum Untersuchen. Durchsuchen. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Dann gehen wir mal Schrittchen für Schrittchen. 50%. Hab ich mich... Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Alter, 50% Steuern? Das ist mal eine Ansage. Also da hätte ich echt keinen Bock zu arbeiten. Bei so hohen Steuerabgaben. Okay. Ey, du schnüffelst doch nicht etwa, oder Liz? Das macht man aber nicht. So. Brauchen wir Geld? Eigentlich brauchen wir immer Geld, ne? Kriegst du das auf? Mal schauen. Ach, ich bitte dich, mach doch nicht einen auf unscheinbar. Fertig. Natürlich. So. So, dann. Oh, Alter, Mann, du hör auf, mir immer Geld zuschieben zu wollen. Ich meine, finde ich ja lieb von dir, aber dadurch, dass ich die Taste F quasi im Dauermodus betätige, weil ich hier wirklich alles einsammle, kriege ich immer voll den Schreck, wie ich mich dann auf einmal zu dir drehe. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen schreckhaft, aber das ist mir eigentlich... Ja, ja, nicht, hm? So, Salz sind voll. Aha, ich... Okay, das ist voll, voll, voll. Gucke, was ist seltsam? Ich sehe da drüben einen Lockpick. Ja, dann sollten wir das mal nehmen. Was ist das? Was schimmert hier blau? Hat doch was blau geschimmert, oder? Nein, ich nehme keine andere Waffen. Lass mich mal los. Okay. Oh, kurz hups mal. Oh, Stüpsel. Okay. War es das hier? Wir könnten jetzt noch nach oben, oder? Sollen wir nach oben? Machen wir auch mal. Ich weiß. Ups. Ne, guck an. Hier. Ne, oben ist nichts. Also hier.
Geht es hier? Okay, hier gibt es nur Waffen. Weitere Räume gibt es hier nicht? Nein, weitere Räume gibt es hier nicht. Und auf der anderen Seite? Ich hoffe, ihr seht es mir nach, liebe Leute, aber ich möchte wirklich auch solche Sachen wie Audiologs und so weiter, die möchte ich ehrlich gesagt nicht verpassen. Was man hier bräuchte oder was nicht wirklich schlecht wäre, wäre so eine Taschenlampe. Ach, guck an. Ich muss jetzt aber hier lang, ja? Das heißt, wir gehen logischerweise erstmal hier hin. Boah, Leute. Alter, hier gibt es ja 1000. Hier verlauft man sich ja. Ein Lockpick, her damit. Ja, dann nimm's doch. Du darfst. Du benutzt sie doch eh. Warum muss ich deine Klamotten mit... Das ist doch unglaublich, ist das. Du wirst der Natur einer Frau gerecht, ne? Der Klischeebehafteten. Ja, Moment. Warte doch mal. Alter. Okay, wir müssen weiter dahin. Also sind wir... Ups. Aha. Das sieht sehr... Ich hole mal meine andere Knarre. Okay, du siehst nicht gut aus. Also alles. Mal sehen. Tippe drei Buchstaben für Stimme. Drei Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Was? Ja, geh doch mal weg. Okay. Wow. Ah, guck mal an. So viel zum Thema ordentlich umgucken. Ich möchte eigentlich die Burstgun schon mitnehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das Präzisionsgewehr ist so effektiv. Wow. Okay, jetzt sind wir wieder bei... Ach nee, ich hatte hier schon auf 7. Guck mal, was für ein Hallo drin, ne? Okay, dann nehmen wir mal den Wechsel. Ja, ich weiß. So, und jetzt hier ein Audiolog. Von wem? Die kommen mir bekannt vor. Ah, Lady Comstock. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert... Wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Weil er weder die Offenbarung noch sonst irgendwas ist. Er ist kein Prophet, er ist einfach nur ein Aasgeier, ein machthungriger, ekelhafter, schmieriger, verräterischer. Ich bin ruhig. Ja, wie gesagt, okay, die Burstgun lassen wir jetzt hier. Obwohl ich sie eigentlich gerne schon hätte, aber... Wenn man halt nur zwei Waffen mitnehmen kann, was ich eigentlich schade finde, dann wollen wir halt, sag mal, ich guck mal kurz was. Optionen, Tastatur, Maus. Maus invertieren, gehen wir vorwärts, seitwärts gehen, drucken, springen gehen, benutzen, auch sofort Kampf. Waffe abfeuern, Kimmerkorn umschalten, Kraftmenü, Waffe wechseln, Nahkampf halten, nachladen, Kraft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aha. Und sonst hilft mir eine Tatsache. Also ist es nicht so, dass ich, boah, das wäre jetzt wirklich peinlich, dass ich irgendwie die ganze Zeit mehr Waffen hätte hier, mitnehmen können. Aufheben. Wieso aufheben? Ist doch nicht auf dem Boden. So. Das wäre jetzt ja wirklich richtig, richtig peinlich gewesen, ne? Ich will ja nicht mosern, aber kriegen wir auf unsere Mission nach Rissen zu suchen auch irgendwann mal einen Riss zu sehen? Ja, folgt dem Pfeil! Ich weiß. Aber generell halt. Ach ja, ich weiß. So, und hier? Hier kommt man nicht weiter. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich alles abgeklappert. Was ist denn geklappert? Ich wieder mit meinem erfundenen Deutsch.
Das ist hier nochmal so ein großer Raum. Oh Mann. Oder waren wir hier jetzt? War das der Raum, wo wir waren? Hm. Das. Nee. Das war nicht der. Das muss der Raum gewesen sein. Natürlich. Hier ist der Safe, der schon geöffnet wurde. Ich bin so blöd. Okay. Wow. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Kannst du den öffnen, Liz? Ja, ha. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Das sagt mir nicht viel. Wow. Wow, wow, wow. Wer war das? Was war das? Hast du das gesehen? Müssen wir hier rein? Okay, wir müssen hier rein. Dann will ich nicht hier rein. Ich will da nicht hin. Wow. Okay, kommen wir hier durch? Nein. Was, was? Was, was, was? Mach kein... Okay. Ich glaube, wir haben keine andere... keine andere Chance. Keine andere. Hier waren doch... Hier war doch irgendwas. Liz, ich will hier nicht sein. Wow, wow, wow. Scheiße, was ist das denn? Alter. Ich sehe ihn. Was? Hallo? Schießt ihn nieder! Nicht hier. Hey, ich hab gesagt, du sollst. Halte den dort! So. Sekunde, lade nach! Oh, das ist gut. Na? Du warst es nicht, der nachgeladen hat. So. Halt ihr mal bitte auf. Was? Wir schießen jetzt da. Wow, ich merke schon. Ich bin auch ein Scharfschütze. Find nur keine Schafe. Boah, ich weiß, der war so schlecht. Es tut mir leid, aber ich bin momentan ein bisschen, Okay, wir müssen. Müssen wir hier lang? Okay, wir müssen hier lang. Nun schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Können wir hier rein? Nein. Da haben wir uns ja super umgeschaut. Oh. Oh, ich bin... Wow, was? Finden wir jetzt endlich einen Riss? Hallo? Leute, ich mag euch nicht. Ehrlich nicht. Ja, ich weiß, die Leute mögen mich auch nicht. Ich weiß, ich weiß. Aber das müssen sie ja auch gar nicht. Mehr Geld. Noch mehr Geld? Okay, kann ich ja gar nicht. Was? Das kann ich ja gar nicht alles tragen, Liz. Du bist so gut zu mir. Okay. Vor allem, wenn wir einen Riss gefunden haben. Wow, ich habe mich von meiner eigenen Hand erschrocken. Was machen wir dann? Müssen wir in eine Parallelwelt oder? Hm. Also die letzten Risse, warum kann ich denn für Feuerhagel Munition mitnehmen, hä? Okay. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Wow. Okay, wir haben jetzt sowieso erstmal... Ich mach das lieber... Ich weiß, man kann von 1 bis 9 oder so sich die, die Dinger auf Tastatur belegen oder wechseln damit, aber ich möchte das gerne hier in diesem Menü machen. Ich finde das Menü so schön. Und ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Bei dem... Jock, Jock. Was? Oh, wenn es nicht hier mal 1000 Möglichkeiten... Aha, wir haben den Riss. Und irgend so ein komisches Vieh. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht... Ja, ich sag jetzt nur viel, weil mir jetzt nichts anderes eingefallen ist, was besser dazu gepasst hätte. Danke, dass du mir über den Mund fährst. Ah. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung. Ja, das kennen wir doch.
Neue Hose, spektraler Handlanger. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Hä? Okay, Vergleich, was haben wir? Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 70% Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Ja, okay. Nein, wir können die schon mitnehmen. Ausrüstung mitnehmen, genau. Okay, weiter geht's hier nicht. Was? Okay. Dann werden wir mal gucken. Wo ist denn jetzt dieser eine komische Typ? Wow! Was bist du? Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Nein. Du öffnest erstmal gar nichts, bis hier nicht alles erstmal akribisch genommen. Boah, ist das alles riesig hier zu untersuchen. Ich will nicht. Okay, wir bleiben erstmal hier unten. Elizabeth? Echt? Ja, dieses olle Schloss? Ja. Erledigt. Moment kurz, ich trinke kurz was. Vor allem bei der Wärme. Dann hast du noch so einen richtigen... ein Boxophon. Lutes sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen. Aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Tja, es kommt alles zurück. Alles kommt zurück. What goes around, comes around. Leute, ich sag's euch immer wieder. Hopp. So. Und hier haben wir, super, noch ein Tresor, den wir nicht ausräumen können. Haben wir hier oben was? Alles schon, ehrlich? Boah, was für Geier. Na, los, komm schon. So, wow. Okay, und hier hinter ist was? Auch alles leergeräumt? Okay, auch alles leergeräumt. Und hier, im Grunde genommen dasselbe, denke ich mal. Oder? Nee, alles leer. Okay. Hier haben wir noch Pistölchen, die wir nicht wollen. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir den Riss, den ersten. Endlich haben wir ihn gefunden. Ja, und was da jetzt auf uns zukommt, nächste Folge. Ja, liebe Leute, endlich haben wir den ersten Riss gefunden und was da auf uns zukommt, ich weiß es nicht. Beim letzten Mal sind wir in komplett andere Welten getaucht sozusagen, haben andere Zeitlinien erlebt und somit auch natürlich wiederum verändert. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt auch wieder zutreffen wird, weil wir müssen ja 3 Risse finden. Und wenn die wirklich solche Ausmaße haben wie die letzten Rissaktionen, ich glaube da nicht dran. Was wir aber auch noch in dieser Folge rausgefunden haben, was sehr interessant ist, sind diese Audiologs von der Miss Comstock, die scheinbar nach und nach ihrem Mann auf die Schliche gekommen ist, dass das in Wirklichkeit einfach nur ein absoluter Halsabschneider ist. Und ja, ich hoffe, wir werden noch weitere Audiologs finden. Sehr interessant, die Geschichte. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam die nächsten Folgen gucken, was da noch auf uns zukommt. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.